Hallo Leute, wir müssen in dieser Folge schauen, dass wir bei der Schwebebahn die Stelle finden, wo die wohl nicht verbunden ist, damit da die Waggons fahren, wie man das auch immer nennt. Ja, keine Ahnung, was ist. Letztes Mal hatte ich gedacht, hier schauen wir uns nach dem Intro an, ne? Bis gleich. So, Idee war einfach mal die Karte drehen. Aber das sieht hier gut aus. Ich gucke sie mal ganz an. Eigentlich sieht das gut aus. Ich weiß noch nicht, warum. Warte auf freie Strecke. Will der denn anderswo lang fahren? Hier hängt die. Da ist nämlich eine Ampel. Also die ist gefahren. Ja, ist jetzt die Frage, wo das Problem liegt, ne? Tja. Wo war denn noch ein Wegpunkt? Na, warte mal, wir können das ja so handhaben. Ich sehe jetzt keine Ampel, aber das ist ja nicht das Problem. Die kriegen wir da auch noch hin, ne? Hier kann kein Signal aufgestellt werden. Dann halt da, ne? Steh nicht so an, ne? So, jetzt fährt die immer noch nicht. Ich glaube, die will andersrum fahren. Kann das sein? Floto Waldeck. Freier Wegpunkt ist das Fahrziel. Shit, das ist aber doch noch voraus. Tja, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe, wer will. Also bis jetzt hat es nicht geklappt. Der freie Wegpunkt ist da. Ich sehe jetzt nicht wirklich eine Stelle, wo es ein Problem geben könnte. Ist das hier? Ist die Stelle hier, wo was nicht passt? Oh, stopp, das war falsch. Da wollte ich hin. Nee. Eigentlich müsste sie ja wenigstens bis zur Ampel hier vorfahren. Das tut sie ja auch nicht, ne? Das ist schon komisch. Schwebebahn findet keinen Weg mehr. Okay. Aber wo ist das Problem mit dem findet keinen Weg mehr? Das kann doch nicht sein, oder? Kann die hier irgendwie nicht lang oder was? Schwieriges Unterfangen. Hier über die Brücke geht's nicht. Wo ist die Haltestelle? Da steht immer noch da. Hat sich noch nichts getan.
finde nicht die Stelle, wo der Wegpunkt da ist. Eigentlich müsste es jetzt passen. Ich habe die ganze Bahn abgefunkelt. Ungültige Einträge. Alles ungültige Einträge bei der, oder was? Wieso das? Ach, die steht auf irgendeiner falschen Linie. Oh Mann, ey. Jetzt fährt sie auch. Da ist das Problem gewesen. Du glaubst es doch nicht, oder? Ein falscher Plan in dem Ding drinne. Wie kann das denn passieren, bitteschön? Da saust du dahin. Alles umsonst. Diese Warterei und so. Mann, 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 Mann. Jetzt fährt hier auch einer. Jetzt kann ich auch noch mehr drauf machen wahrscheinlich, ne? Wieso hatte die denn einen falschen Fahrplan da drin, ey? Hier fährt sie jetzt. Hier wäre vielleicht noch interessant, eine Haltestelle zu haben bei der Klosterstraße, oder? Sollten wir da noch einen Halt bauen? Schwebebahnstation hoch. Geht auch nicht. Dann die, oder? So, jetzt müssen wir nur die Bahn, die da ist, dann schauen, dass wir die hinkriegen. Fahrplan aufrufen, der hier war. Magnetschwebebahn ist Monorail wahrscheinlich. Genau so ist es. Und da ist der Fahrplan. Von dort nach dort nach dort. Na, warte mal, ich muss es mal weiter weg machen hier. So, das ist hier unser Stopp, der erste. Das ist der zweite Stopp, ist klar. Das ist der dritte Stopp, der ist auch klar. Dann brauchen wir noch einen vierten Stopp, der ist da jetzt, oder was? Ja, der freie Wegpunkt, ist das okay? Das heißt, ich brauche gar nichts zu machen, einfach nur hinzufügen und der freie Wegpunkt kann weg. Jetzt passt's, oder? So, jetzt müssen wir nur gucken. Hier auf der Klosterstraße stehen ja einige Leute und die müssten dann weniger oder mehr werden oder sowas. Hier gibt's schon einen für die Floto-Allach-Straße. Ist auch voll, sehr gut. So, sind wir gerade hier aufrufen, Fahrzeugliste. Aber da sind doch ein paar mehr drauf, als ich gedacht habe. Alle haben 204 Fahrgäste hier. Auch, ne, da 149 nur. Und der letzte auch 204. Also es fahren überall alle mit, außer dieser hier, da waren es nicht so viele, ne? Und die steht ungefähr wo da? Das hier war auch eine Bahn, okay. Hier standen jetzt die an der Klosterstraße. Hm. Da stehen 100, die an der Allacher Straße Bahnhof wollen, okay. Okay, der ist von da und fährt jetzt hier rein. Verfolgt den doch mal. So, der hält jetzt da an und dann müsste da ja auch entladen und so weiter, ne? Karl-Marx-Straße war das hier, glaube ich, ne?
So, Flotho-Klosterstraße hält da an. Da steigen auch schon 158 aus. Das passt doch schon mal, oder? Erwartet einen Sack Post sogar, okay. Aber die Passagiere sind erstmal entscheidend. Ich glaube, der fährt jetzt aber noch erstmal im anderen Halt an, oder? Hier ist noch einer da oben. Wurmstraße war das wohl. Ja. Der hält jetzt in der Wurmstraße als nächstes an. Da ist er jetzt da. Mal gucken, aussteigen tut hier wohl niemand, oder? Doch, waren welche ausgestiegen und auch eingestiegen. Über Flotho stand da irgendwie was wahrscheinlich oder so. So. Jetzt fahren wir zur Klosterstraße. Da sind wir jetzt kurz davor. Und was passiert hier? Steigen ganz viele aus, ne? Ja. 56 sind eingestiegen. Ja, und die fahren dann unten mit dem Bus weiter, weil sie nicht anders können. Also ist das da eigentlich auch schon geklärt, ne? Nächster Halt ist aber wieder voll, weil das der unten der große ist. Genau. Fährt zum nächsten Halt nach Waldeck. Auch wieder voll. Waldeck unterwegs hat er auch angehalten und dann ist er hier bei der Klosterstraße jetzt natürlich leer. Okay, ich glaube, das haben wir aber geregelt gekriegt. Da sind einige Fahrzeuge drauf. Das heißt, mindestens 1000 werden da in der Runde gebracht, glaube. So, den können wir noch mal angucken. Ja, wird wohl so sein. So, hier unten ist ja dann unser Halt, der da noch 42.000 Fahrgäste hat. Ja, da müssen wir warten, bis die abgebaut sind, ne? Gut, ist die Frage, ob wir noch mehr von den Gondeln da dran hängen sollten, weil hier, ja, okay, siehst du, jetzt wartet, er steht hier jetzt schon wieder. Warum steht er da? Nach, weil die nicht vorankommt. Ich glaube, wir brauchen da noch ein paar Signale mehr. Dann können die auch öfter fahren oder schneller fahren. Ja, wäre jetzt auch wieder schön gewesen, wenn ich da geguckt hätte, dass wir dort. Passenden Abstand gehabt hätten, ne? Aber ist jetzt so halt. Ja, hier sehe ich jetzt auch wieder keinen Halt. So sieht es doch erstmal gut aus, oder? Da ist dann ein Signal. Da ist ein Signal. Da ist noch eins. Ich sehe keins mehr. Ah, da war eins. Okay, jetzt haben wir da oben auch noch eins. Aber auch nicht schlimm. Hier ist ein Signal. Hier sehe ich jetzt keins. Da ist jetzt auch eins. Da ist auch eins jetzt. Hier auf der Geraden können wir wahrscheinlich noch eins setzen. Man sieht sie da natürlich ziemlich schlecht, ne? Ja, wird schon passen. Jetzt könnte man natürlich den einen oder anderen noch da hinzufügen, ne? An Fahrzeugen. Lass noch mal in den Plan gehen. Sind alle voll, ne? Ist ja auch reichlich da mit 42.000, ne? Finde gleiche Fahrzeuge, okay. Ja, nützt nix. Kannst du zumachen, kannst du hier reingehen. Kannst du basteln. Kannst den Fahrplan hier auswählen. Und 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6 sind sogar, okay, aber egal. Die sollten eigentlich alle fahren können, oder? Warte auf freie Strecke. Wenn der warte auf. Aber da ist doch ein Signal. Ah. Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Ach, jetzt ist er da auch rausgefahren, glaube ich, ne? Jetzt fahren sie alle raus vor dem da. So, jetzt sind sie alle auf der Strecke. Steht da.
Fährt schon weiter. Fährt die auch weiter? Jetzt fährt die weiter. Ich glaube, wir können da noch ein Signal hinsetzen. Machen wir mal hier. Die fährt noch. Kriegt da auch grün. Die fährt auch. Hier stehen sie jetzt gerade. Hier wird aber jetzt gerade gefahren. Hier unten wird gestanden. Ist das schon was? Ne, da geht's nicht, sagt er. So sieht's auch gut aus, oder? Jetzt ist die weg und jetzt fährt die schon bis dahin vor. Das ist doch schon mal passend. So, die ist am Fahren und die da auch. Die müsste jetzt hier irgendwo anhalten. Ja, macht sie auch. Da kann die noch weiterfahren. Da hinten kommt jetzt auch noch einer. Die fährt jetzt schon mal noch. Das sieht erstmal gut aus. Ja, hier hinten muss gewartet werden, ist halt so. Die fährt jetzt hier rein, die muss einen kurzen Moment warten, passt aber noch. Und da kommt jetzt noch keiner. Die fährt rum, ja, da ist die nächste jetzt da. Sieht aber erstmal gut aus. Aber hier... mal noch eine hin. Und hier... da ist noch ein Halt, naja. Hier ist auch ein Halt eigentlich. Ah, sieht erstmal gut aus, denke ich. Die ist schon weit weg und dann wird hier noch gefahren. Ah, jetzt wird hier gestanden. Die fährt jetzt aber wieder ein Stück weiter. Und hier steht ja auch keine dann, ne? So, das passt. War hier nicht gerade? Ah, da unten kommt sie wieder. Ja, ich glaube, jetzt ist hier ein Rundkurs eigentlich einigermaßen klar, ne? Da sitzt jetzt eine drin, da kann man es nicht ändern. Die ist weg, jetzt fährt die. Passt erstmal. Ja, hier ist jetzt ein Stau, ne? Aber jetzt kann die ein Stück weiter aufrutschen. Ja, wird schon werden. Sehe ich mal so, ne? Gut, Rundkurs funktioniert und wir haben auch genug Leute, die nur Passagiere, die da fahren können, sind immer noch, oh nee, 6.000 sind schon befördert, das ist ja schon mal eine Nummer, dann passt's ja, dann kriegen wir die auch weniger. Vielleicht müssen wir später mal an der Bahn die eine oder andere runternehmen, das müssen wir dann sehen. Aber ich sag mal, für die Folge soll's reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.